Letztendlich geht es im langfristigen Aufbau deines IT-Businesses nur um drei Dinge. Und diese drei Dinge, die schauen wir uns heute mal in diesem Video an, ganz konkret. Und da fangen wir doch gleich mal an mit dem Thema Content Marketing. Du benötigst einen Content Channel. Idealerweise einen sogenannten Long-Form Content Channel. Was ist ein Long-Form Content Channel? Ich würde mal sagen, in a nutshell, ein Long-Form Content Channel ist zum Beispiel YouTube. Generell ein Channel, wo die Aufmerksamkeitsspanne nicht ganz so krass ist wie zum Beispiel auf TikTok. Ja, also TikTok ist zum Beispiel genau das au contraire, also genau das Gegenteil. Ja. Zumal ja hier YouTube auch TikTok entgegengesteuert hat, als TikTok so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ja, auch so ein bisschen seine Fühler versucht hat, ins B2B reinzukriegen und auch zu den älteren Käuferschichten und so weiter, hat YouTube entgegengesteuert mit den sogenannten Shorts. Und Shorts sind in vielerlei Hinsicht, da könnte man ein ganzes eigenes Video, fast einen eigenen Kurs drüber machen, sind in vielerlei Hinsicht extrem powerful. Shorts geben dir sowas wie organische Reichweite. Ja, im Gegensatz zu den Long-Videos, viel einfacher, selbst wenn du quasi noch überhaupt keine Abonnenten hast. Ja? Hier gilt genau das Prinzip, Sichtbarkeit zu noch Nicht-Abonnenten. Ja? Das ist viel, viel schwieriger zu erreichen bei den Long-Videos. Dann was anderes, wenn ich jetzt halt am Handy scrolle und 80-90% jeder Erstkontakte passieren häufig über das Handy. Dann habe ich zum Beispiel ein Short, das nimmt fast den kompletten Screen ein. Hast du das schon mal, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, wenn ich zum Beispiel irgendeine Suche mache und so weiter. Und YouTube ist ja eine hybride Plattform. Das heißt, ich kann ja hier auch suchen, ganz konkret nach Inhalten suchen. Ja? Und deswegen ist YouTube so unfassbar powerful. Es gibt natürlich auch andere Sachen. Man kann das zum Beispiel auch YouTube-Videos generell als sein Core-System nutzen. Das mache ich zum Beispiel so. Und dann kann man das sozusagen recyceln. Ja. Man kann zum Beispiel dann recyceln auf Reddit, auf LinkedIn, auf Podcasts. Man kann einfach die Tonspur rausziehen, Podcast draus machen. Manche machen es auch umgekehrt. Ne? Die nehmen einfach ihre Podcasts auf, legen aber den Fokus auf einen Podcast. Ja, ein Podcast ist zum Beispiel auch ein Long-Form-Content. Ja? Kann auch sehr mächtig sein, je nach Zielgruppe. Und das ist eben deswegen so mächtig, weil ich hatte es schon mal, dass jemand über ein Video von mir gestolpert ist. Das habe ich vor 3, vor 4, vor 5 Jahren hochgeladen. Und hat sich dann bei mir einen Termin gebucht, ist eventuell sogar ein Kunde von mir geworden. Und das kriegst du fast in keiner anderen Plattform, also wie bei diesen Longform-Content-Kanälen. Ja? Also ich kenne auch keinen besseren als wie YouTube und Podcast. Und dann noch also in LinkedIn kann man auch ein paar Dinge machen, die auch Long-Form-Content und auch Everlasting sind. Ja? Also du suchst irgendwas konkret, ja, zum Beispiel auf Google, 95% aller Leute suchen über Google oder vielleicht sogar 98%. Und dann kommst du über gewisse Kanäle. Also nicht alles, was du auf LinkedIn machst, ist Long-Form und ist Long-Everlasting, aber manches. Ne? Und viele unterschätzen das auch und viele wissen gar nicht genau, wie man eigentlich LinkedIn richtig nutzt. Selbst diese selbsternannten LinkedIn-Experten, ja, die quasi sich irgendwie mit einer LinkedIn-Agentur nur auf LinkedIn spezialisiert haben und so weiter, selbst die wissen, manche Kniffe kennen die nicht. Ja. Warum? Weil einfach LinkedIn im deutschsprachigen Raum erst seit 5 Jahren oder sowas überhaupt erst zum Zug gekommen ist. Also davor wurde es kaum genutzt. Ja, 5 bis 7, 8 Jahre. Und damals habe ich angefangen mit LinkedIn, das ist jetzt über 20 Jahre her. Da gab es in Deutschland, glaube ich, noch niemanden, der LinkedIn benutzt hat. Wenn er nicht zufällig auch im Ausland war, so wie ich. Ja. Und deswegen bin ich da sozusagen so eine Art LinkedIn-Urgestein. Ja. Okay, das ist das erste, Content-Kanal. Ja. Also drei Regeln für Wachstum, ja, so könnte man das Video hier nennen. Das ist eben deswegen so wichtig, weil im Gegensatz zu das komplette Gegenteil wäre zum Beispiel zu jetzt
Longform und organisch wäre jetzt zum Beispiel Google Ads. Google Ads sind auch gut, könnte man auch machen, aber das ist nichts anderes, oder Facebook Ads schalten. Ja? Sogar sagen wir mal, das meiste, was man zum Beispiel auch auf YouTube kann man ja auch Ads schalten. Ja? Das wäre dann fast genau das Gleiche, die Google Ads. Ja? Und letztendlich sind YouTube Ads Google Ads, mehr oder weniger. Ja? Also, und diese Google Max Kampagnen und so weiter, was da alles jetzt noch ist, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und das ist ja nichts anderes wie Kaltakquise nur online, ja. Und das ist auch super. Und hier kann man auch Booster reingeben, sozusagen, ja. Das heißt, wenn man jetzt schnell anschieben möchte und hat ein bisschen Budget zur Verfügung, dann kann man diese Kanäle sehr gut nutzen, ja. Nur auf die Überschrift ist ja quasi 3 Regeln für langfristiges Wachstum. Sorry, ich habe die ganze Überschrift gar nicht. Da kann man dann immer wieder so boosterartig diese Ads schalten auf Facebook, Google oder auch Telefonakquise und so weiter immer nutzen. Man sollte es eigentlich letztendlich immer komplementär sollte man das immer nutzen. Ja, gibt da diese verschiedenen Strategien, wo man sagt, okay, ich mache am Anfang 80-20 und dann drehe ich das Ganze. Ja, 80% Kaltakquise oder Google Ads und dann 20% Longform oder. Und dann denkst, wenn ich dann sozusagen Fahrt aufgenommen habe und am Laufen bin, so am Loslaufen bin und es läuft, dann schiffe ich das so Stück für Stück rum. Weil natürlich ich will natürlich so wie so einen Garten ja, irgendwann mal haben, der riesengroß ist, da wo ganz viele Bäume wachsen, ganz viele Sträucher mit ganz vielen Früchten, ja, die immer wieder Früchte abwerfen. Ja. Und am nächsten Jahr werfen die wieder Früchte ab, und im nächsten Jahr wieder Früchte. Ja? Im Gegensatz zu, da ist eine Herde Schafe und ich schlachte die Schafe. Ja? Und da muss ich mir immer wieder neue Schafe suchen und wieder jagen und wieder nach, oder Rehe, ja, vielleicht ein besseres Beispiel. Ja? Muss immer wieder nach Rehen, nach Wildschweinen, muss ich immer wieder jagen gehen. Ja? Und stattdessen habe ich eine Herde von Schafen, wo ich quasi ja, immer wieder Wolle bekommen und immer wieder Milch machen kann, immer wieder Käse machen kann und sowas. Ne? Also so ist vielleicht ein besseres Beispiel. Und der Hirte mit einer riesigen Schafherde, der hat natürlich ein besseres Leben, ein ruhigeres Leben, als wie der Typ, der ständig rumlaufen muss draußen im Wald und immer wieder ein neues Reh erlegen und ein neues Wildschwein erlegen und dann hat er wieder zu essen und dann muss er wieder das nächste und so weiter und so weiter. Ne? Also, aber man kann das Ganze natürlich auch kombinieren, dann hat man halt sozusagen Milch, Käse und Fleisch, ja, und Wolle. Ist ja auch klar, ne? Also dann muss man nicht unbedingt Vegetarier bleiben. Okay, Beispiel Ende, okay. Das nächste ist, dass du schaust, dass du dir letztendlich über diese Plattform natürlich, und das ist ganz wichtig, habe ich extra ein Video schon dazu gemacht, dass du über diese Plattform, was ist denn jetzt hier mit diesem Ding da? Dass über diese Plattform du natürlich dort nicht verweilst. Nämlich dein Ziel muss es sein, ich fasse es mal unter dem Begriff List Building zusammen. Was meine ich mit List Building? Ich sage jetzt absichtlich nicht, baue dir eine E-Mail-Liste auf, weil da gehört mehr dazu. Wir sind ja hier im Enterprise B2B-Segment. Das heißt, das kann jetzt hier zum Beispiel ein E-Mail-Marketing-Tool sein. Ja, aber was noch viel wichtiger ist, zum Beispiel ein CRM-System. Denn im B2B-Segment, wo du halt viel mit kommunizierst, wo du sehr viele, sag mal, Touchpoints hast, sehr viel mehr Touchpoints, bis mal der Kunde kauft und letztendlich auch One-to-One-Touchpoints über Telefonakquise, über Zoom-Calls, über vielleicht Vororttermine, über Workshops etc. etc. Da spielen nämlich zum Beispiel auch die Gesprächsnotizen, irgendwelche Side-Rand-Notizen und so weiter und so weiter eine ganze gute Rolle und deswegen ist es für mich auch nochmal wichtig, das zu haben, wenn es auch vielleicht nur eine Zeile ist oder sowas und dann das hier auch nochmal in Kombination. Und das ist dann letztendlich sowas wie, wie soll ich sagen, die nächste Stufe, denn du willst ja letztendlich hier, wo auch noch sehr viel anonym passiert, ja,
da willst du letztendlich langfristig, willst du, das ist wie sowas wie, ja, das ist wie gesagt so dein Garten, wo die Früchte wachsen und so weiter, aber du willst ja aus den Früchten, ja, willst du quasi deinen Stempel draufhauen. Ja? Also du willst letztendlich daraus Kuchen backen, Apfelstrudel oder was auch immer, ganz bestimmte Sachen willst du damit machen, ja? Also verwerten willst du das sozusagen. Und das ist natürlich viel, viel hilfreicher, wenn sich das sozusagen, es gibt ja diesen Funnel, ne? Ich habe das schon so oft gemacht, aufgezeichnet, immer wieder gerne mal. Hier oben ist die Sichtbarkeit, das ist die Phase der Aufmerksamkeit, dann ist das die Phase der, ja, A für Aufmerksamkeit, E für Engagement, da findet eine Interaktion statt. Ja, Aufmerksamkeit findet, sagen wir mal, in den Shorts sehr gut statt, dann in den Long-Videos. Ja. In den Long-Videos hast du dann letztendlich das Engagement, mal einen Kommentar da lassen, mal ein Like da lassen und so weiter, ja, mal teilen. Und dann kommt die Phase des Commitments, C. Ja, und im Commitment sage ich dann, okay, jetzt buche ich mir was, jetzt download ich mir was, ja. Jetzt hinterlasse ich meine E-Mail-Adresse, meinen Namen, gebe vielleicht noch ein paar Informationen aus, irgendwo ein Formular, was mich gerade, wo gerade der Schuh drückt und so weiter. Und jetzt wird es erst richtig interessant. Und jetzt kommt der Verbindungspunkt von dieser Phase hier sozusagen, ja, hier rein, ne? Also wir sind hier im Commitment, beim List-Building. Und beim Aufmerksamkeit und Engagement sind wir noch hier oben, ne? Beim Longform-Content und generell beim Content-Generation. Aber beides ist langfristig, okay, zu sehen. Und dann das Dritte ist letztendlich, wo du versuchen solltest oder sollst, ja, einzubauen, ist letztendlich wiederkehrende Einnahmen. Ja, warum? Weil natürlich das, also mit anderen Worten, ja, ich kann es mal so nennen. Wiederkehrende Einnahmen, man kann auch Abo-Modelle dazu sagen oder andere Sachen, ja. Warum, oder man kann auch Bestandskundenpflege sagen, ne? Also das wäre auch eine Möglichkeit. Letztendlich, sagen wir, im Enterprise-Segment könnte man das auch formulieren als Relationship Building, also Beziehungsaufbau. Ja, zum Abo-Modell oder sowas, das ist dann eher so B2C, ne? Also, dann nennt man das Ganze dann eben Abo. Aber es ist letztendlich dasselbe Prinzip. Ne? Du musst Strukturen, Methoden reinnehmen in dein Business. Und sei es auch nur, ich habe mich gestern ja mit jemandem unterhalten, dessen Namen ich nicht nennen darf, ne, der ja quasi auf 60, auf 80 IT-Berater skaliert hat, auf eine gute achtstellige Umsatzsumme und hat das dann ganz an eine Schweizer Konzernfirma auch verkauft, die Beratung. Mit insgesamt 9 Partnern haben das quasi von null aufgebaut. Der sitzt hier ein paar Stockwerke tiefer, der gute Mann. Und deswegen werde ich ihn auch nochmal in ein Interview holen. Ne? Und genau, anonymisiert wahrscheinlich. Aber immerhin, dann habe ich ihn mal auf Ton, habe ich mich schon überzeugt. Ja, und letztendlich passiert da ganz viel über Beziehungsmanagement, kann man das so sagen. Ja. Also man hat dann mal irgendwann einen Kunden gewonnen und er meinte, ich zitiere jetzt mal, was er gesagt hat, jeder Partner von uns hatte so 30 Key-Accounts. Ja? Und von diesen 30 Key-Accounts kannte er 20 persönlich, also die Aufsichtsräte, die Entscheider dort oder Bereichsaufsichtsräte oder wer auch immer das dann war. Von den 20, wo er persönlich kannte, wurde er regelmäßig bei 18 von den 20 wurde er zum Geburtstag eingeladen. Bei 10 von den 20 war er bei der Hochzeit dabei, ja, und so weiter. Ne? Also wirklich teilweise hier im engsten Freundeskreis mit dabei gewesen. Und das ist halt einfach Key Account Management vom Feinsten. Ja? Und das dauert eine Weile,
Und das ist eben diese sogenannte langfristige, ja, Wachstumsregeln sind das einfach. Ne? Da geht es wirklich um Long-Term Thinking, ja, also wirklich langfristiges Denken. Nicht also schnell mal Leads machen, schnell mal hier, mal da, mal dort. Ist alles schön und gut, kann man auch immer von machen, kann man auch quasi versuchen zu boosten und so. Aber das wird nie wirklich einen langfristigen Effekt haben. Und deswegen fallen dann letztendlich auch immer wieder die auf die Schnauze, die zu mir kommen und sagen, die sagen, hier hast du einen Haufen Geld und jetzt mach mal Leads und so weiter. Ne? Und dann sage ich, okay, wie sieht denn deine Komplettstrategie aus? Was hast du denn wirklich vor, langfristig? Ja, ja, ich habe irgendwo in Pakistan da was und in Indien oder sonst irgendwo in irgendeinem Land und eigentlich will er nur ganz schnell Geld verdienen. Ja? Und das geht meistens in die Hose. Ja? Ganz besonders in diesem Enterprise-Segment, ja, wo wir unterwegs sind. Du kannst vielleicht so irgendwelche B2C-Produkte, weißt irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelches, keine Ahnung, Vitamine oder sonst irgendwie ein Kram, ja, einfach schnell Geld verdienen, also wenn du die richtige Zielgruppe gefangen hast oder was, ja, ein guter Verkäufer bist, ja, der großen Masse halt irgendwie ein Schnöselkram, irgendwelchen Krempel verkaufen, ja, kannst du vielleicht schnell Geld verdienen, mag sein, ja, habe ich noch nie gemacht, ja, ich war immer nur in diesem IT-Enterprise-Segment unterwegs und, ja, genau, also das ist letztendlich das. Teilweise habe ich immer wieder mit Kunden zu tun, die kenne ich seit Jahren. Ja? Und das hat auch irgendwann mal mit dem ersten Call angefangen. Okay. Und das war dann vielleicht sogar irgendwie nur Glück. Aber dann das Ganze sozusagen langfristig so zu halten und aufzubauen, dass du dann immer wieder sozusagen diese Beziehung, davon Beziehung beidseitig profitiert werden kann, ja, das ist halt die ganz große Skill, das ist der eigentliche Skill in dem Ganzen, ja, in diesem ganzen Skalieren, Wachsen und so weiter im B2B. Ja. Okay, gestern hatten wir festgestellt im Video, es ist eigentlich gar kein B2B, es ist eigentlich C2C, ne? Mensch zu Mensch. Ja. Wichtige Erkenntnis. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao Leute, ich freue mich auf euch. Einen schönen Freitagabend wünsche ich euch noch. Ciao.